Sie können dann jetzt mitkommen. Was? Ich stelle mir gerade Christian Junior vor. Wie ich ihm Radfahren beibringe und Reiten, Tanzen. Du weißt aber schon, dass A, noch gar nicht klar ist, ob Rebecca wirklich schwanger ist und B, ich definitiv nicht der Vater bin? Obwohl du garantiert ein toller Papa wärst. Ich wäre garantiert auch ein guter Schauspieler. Bin ich aber nicht. Man kann nicht immer alles haben. Wenn ich mir vorstelle, wie du mit dem Kleinen durch die Wiesen rennst und... Ich lese. Meintest du was gerade ernst mit dem Kind? Also, ich will keins. Ja, sind wir uns ja einig. Jedenfalls nicht jetzt. Das kriegen wir zusammen hin. Wir lassen dich mit dem Kind nicht allein. Wickeln, füttern, massieren. Das schaffen wir doch mit links. Ihr seid echt süß, wisst ihr das? Und ich komme auch gerne auf euer Angebot zurück. Wenn es denn mal soweit ist. Du bist nicht? Nicht schwanger. Stellt euch das mal vor, in meinem Alter als alleinerziehende Mutter. Das geht doch gar nicht. Das haben in Deutschland schon ein, zwei Frauen vor dir geschafft, glaub mir. Ja, aber ich habe noch so viel vor. Ich will eine tolle Designerin werden. Das bist du doch schon. Außerdem, wer sagt, dass das mit dem Baby nicht geht? Ihr hättet aber nicht wirklich die Papas gegeben, oder? Doch, klar. Versprochen ist versprochen. Und so ein Mini-Christian. Und ich wäre der Papa doch gar nicht gewesen. Es wäre aber trotzdem süß gewesen. Jungs, falls es vielleicht doch an euch vorbeigegangen sein sollte, ich bin nicht schwanger. Stimmt, da war doch noch was. Schade eigentlich. Also, Jungs, was haben wir denn jetzt? Also, Museum, Kino oder einfach nur in deiner Dame rein? Ich bin für Kino. Hallo, ihr drei. Hallo. Hi. Hey. Na, bist du jetzt die perfekte Sprachlehrerin? Oder hast du in München nur chillig auf der Wiesengang? Die Wiesen ist noch nicht und perfekt, war ich ja wohl schon vor dem Lehrgang. Frag Konstantin. Nein, aber München ist echt eine schöne Stadt. Solange du kein Dirndl trägst, keine Angst. Ich werde sie schon wieder in Düsseldorf gewöhnen. Und ich habe die Traumhochzeit des Jahres verpasst, habe ich gehört. Mhm, die ist noch nicht vorbei. Wir fliegen nämlich noch im Heißluftballon. Das Hochzeitsgeschenk von unseren Freunden. Wow, nicht schlecht. Also ich wünsche euch jedenfalls alles, alles Gute, viel Glück und überhaupt, ihr seid ein tolles Paar. Umarmen! Danke. Wagner? Wie bitte? Ah. Ja, ja, ich werde mich drum kümmern. Danke. Das ist ein Mist. Ja, die neue Kommode ist da, schon seit einer Woche und ich hab's vergessen. Wenn wir sie heute nicht abholen, geht sie morgen wieder in den Verkauf. Oh, da können wir Christina schlecht mitnehmen. Was mit Arne? Er ist in der Uni. Ich glaube, ich weiß schon, wer auf die Kleine aufpasst. Ja, die Frage hat sich wohl erledigt. Super. In der Tasche ist alles drin und wenn die Windel voll ist, dann finden die Jungs alles da drin, was man zum Wechseln braucht. Komm da schon hin. So, und was machen wir hier noch so? Wo ist denn Nathalie? Und Matthias? Musst weg. Was? Was mit dem Kind? Ups, haben sie wohl vergessen. Nee, Quatsch. Wir passen auf die Kleine auf. Wir passen auf dich auf. Jetzt nimmt der Onkel Christian die Christina aus dem Kinderwagen. Und jetzt hat er sie auf dem Arm. Der Olli ist total geisteskrank geworden. Ja. Der Olli versucht einfach nur gute Stimmung zu machen. Was ich mich schon immer gefragt habe, nervt es kleine Kinder eigentlich, wenn man mit ihnen wie mit kleinen Kindern spricht? Also mich würde es tierisch nerven. Ich meine ja nur. Vielleicht hat die Kleine Hunger. Gute Idee. Und was machen wir?
Wollen wir vielleicht mit deinen Klötzchen spielen oder willst du ein Alt? Nee. Weißt du, was wir machen? Wir werden jetzt reiten. Oh, pass mal auf, reiten. So, wir reiten jetzt einmal durchs Nollemilz. Achtung. Ey, ich wollte Christina gerade was zu essen geben. Olli, du bist ja richtig beleidigt. Ja, da freue ich mich die ganze Zeit drauf. Christina füttern, dabei Geschichten erzählen, aber bis der feine Herr mal vom Reiten zurück ist. Ich sag ja, beleidigt. Oh, mir ist ganz warm im Nacken. Ja, so erleichtert, wie die Kleine aussieht, kann das nur eins bedeuten. Ich mach das schnell. Junges Fräulein, kommst du mal zu mir? Hui! Ja, das gehört wohl dazu. Soll ich dir helfen? Klar, wieso nicht? Und wir gehen jetzt der Christine in die Windel. Solange er nicht mit Teddy redet. Ja, schon wieder. Ja, was heißt denn schon? Es hat eine halbe Ewigkeit gedauert, bis wir das Ding endlich im Auto hatten. Wo ist Christina? Und Achtung! Sieht so aus, als hätten sich da drei gefunden. Oh ja, die perfekten Ersatz-Daddys. Ah, das bringt mich auf eine Idee. Sag mal, was hältst du von einem kleinen Kurztrip nach Paris? Kurz? Da bin ich.